Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und der Winter ist endlich angekommen, was ja auch normal ist. Im Januar, Februar sollte man schon ein bisschen Schnee haben und dass mal 10, 15 Grad ist auch normal. Aber leider haben wir da sehr große Probleme mit dem Roller. Und da werde ich euch jetzt mal ein paar kleine Tipps geben, wie das Ganze dann funktioniert. So Leute, ne, wir kennen das ja alle, wir kommen raus, ne, ja, ne, Roller hat im Kalten gestanden, ne, Batterie ist im normalen Zustand, ne, und wir versuchen Folgendes: Schlüssel rumdrehen, hier muss ich die Fußbremse treten. Er will angehen, aber die Kraft reicht nicht aus. Ich muss da auch mal beigehen. Und ruckzuck haben wir die Batterie leer gekurbelt. Hört er? Ne, jetzt ist es schon am Ende. Ne, also, ne, das wird nichts mehr. Ich habe jetzt mal das Testgerät dran geschlossen, damit ihr das mal seht, ne, wie man hier sehen kann. Ne, hat so 12 Volt, also das ist ein bisschen wenig. Damit springt das Ding natürlich nicht an und wenn ihr das unterwegs habt, habt ihr ein böses Problem. Ja, da haben wir hier so ein handelsübliches Gerät von einer guten Firma, Black & Decker. Das ist okay, wenn ich das jetzt an die Batterie packe, dann wird die Karre natürlich kommen. Aber die Frage ist, wo nehme ich das beim Roller mit, wenn ich das Problem unterwegs mal habe? So, hier haben wir jetzt mal ein Gerät, was auch ein Rollerfahrer mitnehmen kann. Na, ich selber habe es noch nicht ausprobiert, das gehört ein Kumpel. Mir gehört nur dieses große Teil. Hier blinkt es auf jeden Fall schon mal schön. So, dann haben wir es auch angeschlossen, so wie es angeschlossen sein muss. Und dann werden wir jetzt gleich mal versuchen, die Karre zu starten. So, seht ihr hier, Gerät ist dran, ne? Zündschlüssel rum, dann muss ich wieder den Bremshebel treten. Mal beide Geräte im Vergleich. Hier das große, was schon natürlich funktioniert, aber schwierig ist zum Mitnehmen. Hier das kleine, was man auch im Roller packen kann. Vom Preis her nimmt sich das nicht viel. Ihr habt ja gesehen, das funktioniert auch. Also insofern ist es natürlich für einen Rollerfahrer, wenn er die Knete hat, besser, man nimmt so ein kleines Teil. Ja, ich zeige euch hier nochmal meinen Auspuff. Der stand ja jetzt knapp 2 Wochen draußen, weil die Garage voll war. Und der war eigentlich ordentlich lackiert. Und wenn ihr euch das anguckt, dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie die Roller natürlich leiden, ne, wenn sie draußen stehen. Ja, wie gesagt, normalerweise haben wir 2,2. Ne, hier haben wir jetzt 1,9 oder 2, so um den Dreh. Das heißt ein bisschen weniger Luft. Und dadurch vergrößert sich diese Fläche, die wir als Auflage nachher haben. Was natürlich gerade, wenn wir Schnee haben und Eis, doch schon etwas besser ist. Das ist nur ein kleiner Tipp. Tja, Leute, ne, das waren jetzt so ein paar kleine Tipps. Noch zum Schluss, ne, für diejenigen Leute, die nicht das Pulver so haben. Ne, was immer hilft, ist normalerweise Startpilot. Ne, ja, kommt mir nicht mit Bremsenreiniger oder so, das ist nicht ganz so geil. Kostet so um die 5 Euro, wenn man sich die reinlegt, das entzündet sich wesentlich schneller. Und da das Öl und alles bei den Temperaturen natürlich nicht so warm ist und alles schwerfälliger, ne, und sich das schneller entzündet, kann auch Startpilot da natürlich eine Hilfe sein. Ich schätze mal, Der falsche Sprit. Das Benzin ist schon lange da drin. Ja. Ich sehe mich nicht. Nee. Manchmal dreh mal den Monitor um und guck mal, ob ich ganz drauf bin. Den kannst du so umdrehen. Ja. Ja, bist du. Ja. Du bist hier. Na gut.
Man kann nicht sehen. Ja. So, Brille ab. Die ist hässlich. Leute, ich werde natürlich einen Scheißdreck tun, ne, und jetzt mit Sicherheit nicht fahren. Weil es einfach so ist, ne, ja, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ne, aber trotz alledem ist es verlockend. Aber es gibt ja einige Leute von euch, die wirklich fahren müssen, weil es günstig ist, weil sie von A nach B kommen müssen. Dann sage ich euch nochmal, mit erhobenen Zeigefinger, Leute. Fahrt vorsichtig, ne, weil ein Zweirad verzeiht keinen Fehler. Ne, und die Autofahrer nehmen uns leider nicht für voll. Ne, ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Bis dann, euer Roller Rolf. So, ne, ja, ich muss ja wenigstens noch mal starten, jetzt ohne das Ladegerät. Wie das geht. Da ist er. Ja, weil die Lichtmaschine ist gut. Und vor allen Dingen muss ich das noch mal hören hier. Ist das geil. Ja, hier nochmal ein kleiner Blick in meine Garage. Na, also hier ist genug Arbeit, so ist es nicht. Nein, bloß bei dem Wetter, sage ich euch ganz offen und ehrlich, hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Und natürlich, die Neider drücken natürlich Daumen runter und was weiß ich. Na, aber so ist das halt. Na, Neid kriegt man nicht geschenkt, den muss man sich verdienen.